Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute geht's auf eine kleine Bushcraft-Tour. Tee und Kocher sind natürlich dabei. Ja, Samwise versteckt sich auch gerade da irgendwo, keine Ahnung, was der da macht. Wenn euch das interessiert, mitzukommen auf die kleine Koch- und Bushcraft-Tour, dann bleibt einfach dran. Tja, wir stachsen hier gerade ein bisschen sehr durchs Unterholz durch. Wie immer auf Bushcraft-Camp-Suche, beziehungsweise ich wollte mir den Platz nochmal angucken, den ich letztes Mal schon mal ausgekundschaftet hat. Und mittlerweile würde ich sagen, ja, das ist ein fantastischer Platz. Tja, ihr könnt es sehen, die Sonne scheint. Das ist so ein richtiger Sonnenwintertag, nur halt ohne Schnee irgendwie, weil irgendwie schneit es bei uns nicht. Aber es ist mal eine ganz schöne Abwechslung gegenüber dem Regen, der die letzte Zeit ja, uns einfach fest im Griff hat. Die Hängematte ist auch wieder gespannt, ja, schön mit Isomatte drin, damit man auch schön entspannt sich reinlegen kann, ohne dass es einen von unten friert. Samwise passt auf. Die Sonne steht übrigens auch schon relativ tief, weil wir haben es glaube ich 14.30 Uhr und ja, in anderthalb Stunden geht dann die Sonne spätestens unter, ne? Aber zum Glück werden ab jetzt die Tage wieder länger. So, was habe ich denn dabei? In meinem kleinen Kochkit sozusagen. Eieiei. Ich habe mir heute, weil ich mega faul bin, wir haben übrigens das erste Video des Jahres jetzt sozusagen. Wir hatten gerade Silvester. Ich bin immer noch ein bisschen kaputt, muss ich sagen. War eine geile Feier, aber ne, raubt auch Kraft sowas. Und heute habe ich mir ganz faul ein paar Instant-Nudeln mitgenommen. Aber nicht nur das, sondern auch, wir gehen wieder auf Totally Tasty Tea Time Tour. Ja, bisschen Candies, ein bisschen Tee und das machen wir uns später alles. Und du? Kommt sofort angeschissen, wenn es irgendwo Essen gibt, ne? Ja, ja, klar. So. Dann schauen wir mal. Ah. Natürlich klassisch im Trangia-Kocher wieder dabei. Ah. Naja, muss halten. Das ist Spiritus, das magst du nicht. Das findest du nicht gut, mein kleiner Ruf. Wir haben noch ganz langweilig ein Feuerzeug mit dabei. Eieiei, nee. Das kann ich so nicht machen. Meine Freunde, da muss ich es darunter stellen. Nein. Shane. Tja, ihr merkt schon, Samwise wird ein bisschen aufdringlicher, ein bisschen gieriger, wie sagt man, ne? Hochmütiger vielleicht, ja, wie das so ist mit uns Männern. Kommt ein bisschen in die Pubertät, fordert mich auch ab und zu ein bisschen heraus, aber im Prinzip ist er trotzdem noch ein Lieber und da muss man halt durch, wenn man sich so einen jungen Hund holt, ne? Ja. Schön, Leute. Schön. Ja, nicht gerade das gesündeste Essen, aber ich sag mal so, wenn es einfach, aber trotzdem gut sein soll, dann ist sowas schon echt schön. So. Lecker ein paar Asianudeln im Sonnenuntergang essen.
Kann ich jedem nur empfehlen. Ah. Und ich stehe auch auf die Dinger. Das ist so eine Großpackung, ja. Da sind irgendwie so 40 Stück drin und das, die ganz, der ganze Karton kostet irgendwie 17 Euro oder so. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute ein richtig geiles Gericht zu kochen. So einen Ranchero-Topf. Aber ich war heute Morgen einfach immer noch fertig von Neujahr. Ja. Seht es mir ein bisschen nach. Richtig geile Kochvideos, wo es dann auch geilere Sachen gibt, die kommen dann demnächst wieder. Da habe ich mir schon fest ein paar Sachen vorgenommen. Das wird richtig cool. So, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal auf einen kleinen Verdauungsspaziergang mit dem Samurais, ne? Ja, also Instant-Nudeln enttäuschen mich nie. Ist natürlich auch nichts Besonderes und nicht besonders aufregend, aber wenn man mal schnell was draußen kocht, ja, wir gehen ja gleich, wir gehen ja auf Spaziergang, dann ist das durchaus praktisch. Am Ende von diesem ehemaligen Flussbett gibt es übrigens einen geilen Platz, wo wir gerade dabei sind zu überlegen, ob wir da das Bushcraft-Camp machen, beziehungsweise haben da schon mal ein bisschen angefangen. Ja. Ich werde euch das demnächst mal in einem Video vorstellen. Wir sind gerade noch in der Planungsphase, ein bisschen angucken, wo kommt was hin, wie könnte man was machen und so weiter und so fort. Halte ich euch aber auf dem Laufenden. Was hast du da gefunden, hä? Was ist da drin? Was hast du da, hä? Was ist da? Was ist da? So, jetzt habe ich mir meinen Tee aber auch redlich verdient. Ja, ich könnte stundenlang einfach Hunden zugucken, was die so machen. Das ist fantastisch. Ich weiß nicht, das ist besser als Fernsehen. Hunden zugucken ist wie Fernsehen, nur ohne blöd machen. So, Teekanne, Teebeutel, oh, Candyzucker, Frangia. Wasser drauf, läuft. Und während der Tee sich jetzt langsam warm macht und durchzieht, chill ich mich noch eine Runde in die Hängematte. Oh nee, ich hab's versaut mit der Isomatte. Warte. So mit Einschub ist schon besser. Jetzt aber. So. Jawohl, geht doch. Das blaue Ding, auf dem ich übrigens liege, ist so eine Klapp-Isomatte. Ja, so ein bisschen eine China-Nachmache. Ich teste das jetzt, aber das kommt dann alles auf meinem Gear-Kanal. Und hier kommen wir schon zur Überleitung. Wenn du es noch nicht mitgekommen hast, ich habe einen Zweit-Gear-Kanal aufgemacht. Guck einfach in die Beschreibung, da findest du den Link. Ja, da geht es dann nur noch um Ausrüstung und auf diesem Kanal dann nicht mehr.
Übrigens, zwei Ankündigungssachen habe ich noch für euch. Zum einen habe ich ungefähr ein Datum, wann ich den Heidschnuckenweg weitermache. Ja, ich habe ein bisschen Urlaub gekriegt und das wird wahrscheinlich in der dritten Januarwoche oder so sein. Wenn dann alles glatt läuft, ist dann am Wochenende der vierten Januarwoche, kommt dann das erste Heidschnuckenvideo weiter raus. Ja, ich will den Weg zu Ende wandern, also mir meine goldene Wandernadel endlich abholen. Wenn alles gut läuft, ne? Das ist immer dieses, wenn alles gut läuft, dann funktioniert das so. Außerdem bin ich in der Planung für Community-Treffen, wahrscheinlich einfach Outdoor-Community-Treffen oder so nenne ich das, ich weiß noch nicht ganz genau. Das Problem ist, es hapert an einem Platz. Ich gucke die ganze Zeit immer nach Trekkingplätzen und solchen Geschichten, aber ich finde nichts Angenehmes irgendwie, was auch vielleicht mal ja, ein bisschen privater ist oder so, als vielleicht an einer großen Straße, weil ich habe hier zwar so einen Platz, aber der ist direkt neben einer Bahn. Gleis, also Bahnschiene und ja, im Endeffekt kommt da alle dreiviertel Stunde eine Bahn. So, und irgendwie das finde ich nicht so geil für so ein Treffen. Ich möchte das gerne einmal im März und einmal immer im November machen jedes Jahr. Das heißt, alle Planungen außen drum rum habe ich eigentlich fast abgeschlossen. Nur die Platzsuche ist noch so eine Sache. Wenn ihr da jemanden kennt, der vielleicht einen Platz selber besitzt oder ihr besitzt einen Platz oder ja, irgendwas anderes, ihr habt schon mal was gesehen oder bei euch in der Nähe beim Ort gibt es irgendwas im Raum Niedersachsen, ne? Am besten Nordniedersachsen, Mitte Niedersachsen geht auch noch. Harz ist mir ein bisschen zu weit weg, weil ich möchte auch gern die Schleswig-Holsteiner und so ein bisschen einladen können. Ja, das Bild wird immer krisseliger, man sieht es schon. Besonders viel Zeit zum Drehen habe ich nicht mehr. Ah, die Sonne geht immer weiter unter. Samwise nörgelt wieder vor sich hin. Das tut er irgendwie gerne. Keine Ahnung, vielleicht ist das bei Teenagern so, ich weiß es nicht. Aber der Tee ist jetzt fast fertig, muss jetzt noch ein bisschen durchziehen. Den genieße ich noch und dann mache ich mich gleich wieder auf den Weg nach Hause. Ja, meine lieben Freunde, mit dem Bild möchte ich euch dann auch schon wieder verabschieden. Ich wandere gleich noch ein bisschen zurück, da bekommt ihr noch ein paar Bilder von mir zu sehen. Ja, ein bisschen Landschaft und so weiter und so fort. Aber ansonsten sage ich an der Stelle hier schon mal Tschüss. Boah. Tja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos. Einfach mal durchklicken für kleine Bushcraft-Touren und Treffen etc. Da findest du bestimmt ein Video, das dir gefällt. Und hier links unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.